Der aktuelle Kampf Ruffy vs. Kaido scheint zu Ende zu sein, jedoch ist das Ende von Wano Kuni als Arc noch lange nicht in Sichtweite. Wenn Kaido jetzt final besiegt ist, gibt es noch viele Punkte, die abgearbeitet werden müssen. Und wenn Kaido mit dem Wissen, dass Ruffy Joyboy ist, ihm gegenübertritt, kann es natürlich super spannend und interessant werden. Denn die innere Essenz von wir warten hier auf Joyboy oder generell die Joyboy-Thematik wird in One Piece vermutlich alles abreißen. Was es damit auf sich hat nach dem Intro. Und falls ihr nichts mehr bezüglich One Piece verpassen wollt, so lasst gerne ein Abo hier auf dem Kanal da. Tut nicht weh, ihr seid stets auf dem aktuellsten Stand und verpasst nichts. Und nun lädt euch zurück, los geht's. Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Unter dem heutigen Video sprechen wir über die Thematik, wie Kaido eigentlich auf Ruffys Joyboy-Status reagiert, beziehungsweise was dann passiert, wenn Kaido jetzt realisiert hat, okay, Ruffy ist Joyboy und das Ende des letzten Kapitels hat ja wirklich so diesen Startschuss gegeben, wo dann diese Realisation dann eigentlich anfangen müsste, denn das Ende des Kapitels war ja insofern gestaffelt, dass man halt am Ende die Conclusion hatte, dass derjenige Joyboy sein muss, der Kaido besiegen kann. Und da sagt der King noch ganz frech zu Kaido, ja, dann wird der wohl nie auftauchen, weil Kaido ja so unglaublich strong ist. Und wir haben jetzt einige Jahre später einen Piraten, der sich Ruffy nennt, ja, der generell hier sehr, sehr viel zu kämpfen hatte, oft verloren hat und immer wieder aufstehen musste gegen Kaido, der aber jetzt scheinbar seinen Sieg gegen Kaido eingefahren hat. Natürlich ist das noch nicht final, Leute, das weiß ich, ja, das müsst ihr mir nicht in die Kommentare schreiben, aber nehmen wir jetzt mal an, es ist jetzt vorbei und ob es jetzt vorbei ist oder erst in zwei, drei Kapiteln vorbei. Es ist eigentlich egal. Es wird vorbei sein. Und Ruffy wird hier als Sieger, sage ich mal, am Ende des Tages, also wirklich am Ende des Tages, wird er als Sieger da stehen, indem er Kaido dementsprechend übertrifft oder übertroffen hat. Und wenn Kaido jetzt hier final besiegt ist und er aufwacht wieder, zu Bewusstsein kommt und dann realisiert, dieser Typ hat mich besiegt, der muss jetzt Joyboy sein, dann wird das Ganze natürlich super, super interessant. Denn Fakt ist, Kaido wartet aus irgendeinem Grund auf Joyboy. Er selber wollte einst Joyboy werden und nun ist das nicht geworden. Er konnte es nicht und nun wartet er auf Joyboy. Er hat es selber zu King gesagt, dass derjenige, der ihn besiegen kann, Joyboy sein muss oder Joyboy sein wird. Und dieses Szenario haben wir genau jetzt. Ich meine, wann war Kaido das letzte Mal wirklich so schwer verletzt, beziehungsweise so schwer mitgenommen? Ja, natürlich der letzte Clash gegen Oden zum Beispiel mit dieser riesigen Narbe. Und danach ist höchstwahrscheinlich eine sehr, sehr lange Zeit auch nichts mehr großartig passiert. Und Kaido hatte ja dann natürlich Wano Kuni ins Visier genommen. Und das hatte natürlich auch irgendeinen besonderen Grund. Und dieser besondere Grund, der wird natürlich später nochmal spannend. Da gehen wir gleich natürlich auch nochmal drauf ein. Jedenfalls, wenn Kaido wach wird, ist natürlich die Frage, akzeptiert er seine Niederlage oder macht er weiter? Ne? Das kann natürlich auch sein, dass Kaido jetzt nochmal aufsteht. Und es gäbe wirklich einen Wunsch, den ich hätte, wenn Kaido aufsteht und weiterkämpfen will, dann bitte ein Rumble ohne Teufelsfrucht. Ja, wirklich nur mit Haki-Fäusten, dass die sich einfach so prügeln und dann, dass Ruffy da den größeren Willen hat und dann mit seinem Haki Kaido superior ist, beziehungsweise dass er ihn so übertrifft und dann auch fertig macht. Das wäre so noch ein letzter Wunsch von mir. Aber mal gucken, ob es so bleibt oder nicht. Schauen wir einfach mal. Jedenfalls Kaido, der jetzt hier aufsteht, vor Ruffy steht und der weiß jetzt, dass Ruffy Joyboy ist, Joyboy sein muss und er weiß, was für einen Traum Ruffy hat, dass er auf der einen Seite natürlich Piratenkönig werden will. Das hat Ruffy stets offen kommuniziert und er weiß den Traum von Ruffy vermutlich, den anderen Traum, den wir nicht zu hören bekommen haben, damals ja im Flashback. Dann ist natürlich die Frage, inwieweit kann Kaido da, ich sag einmal, Sympathie empfinden, ja? Wenn Ruffy sagt, er will eine Welt erschaffen, wo keiner seiner Freunde hungern müssen und da muss ich natürlich nochmal die Reaktion von Kaido auf diese Aussage hervorheben, ja? Seine Pupille war ja eigentlich weg und dann sagt er Ruffy diese Aussage und dann kam diese Pupille nochmal wieder. Das heißt, Kaido hat auf diese spezielle Aussage reagiert und das macht natürlich auch Sinn, denn in seinem Flashback war Kaido vermutlich das ein oder andere Mal sehr, sehr hungrig, sodass er sich sogar von der Marine hat fangen lassen, um einfach nur zu essen, ja, um dann wieder zu fliehen. Also diese Hungersnot oder generell der Hunger an für sich ist ein sehr, 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 sehr spannendes Thema in One Piece. Generell ist ja Oda einer, der immer diese gesellschaftskritischen Themen aufnimmt, ja, im Manga einarbeitet und diese dann quasi in Plots oder in gewissen Plots abarbeitet und dann auch dran nimmt. Ja. Wir haben Rassismus zum Beispiel, ja, Diskriminierungen haben wir, ja, oder generell Clan-Diskriminierung und so weiter. Und jetzt kommt natürlich auch hier diese Hungersnot. Wir haben die Sklaverei, also sehr, 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 sehr düstere Themen, die
in der Gesellschaft sehr, 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 sehr traurig sind. Und dann der One Piece Welt natürlich auch so ihren Wert hat, ja. Und dieser Wert, der ist natürlich infolgedessen von Ruffy, ist einmal anerkannt. Und Ruffy hat sich dazu aktiv entschieden, was dagegen zu tun. Und sagt hier, yo, ich will eine Welt erschaffen, wo niemand wirklich hungern muss. Und infolgedessen natürlich irgendwo auch das Leid stoppen möchte. Und das ist eine Sache, die respektiert vermutlich Kaido, ja. Und wir haben ja natürlich jetzt auch so ein bisschen den Grund erfahren, wieso Kaido so ist, wie er aktuell ist, ja. Sein ganzes Leben war von Verrat geprägt und so weiter. Und diese ganze Joyboy-Thematik, die scheint so ein Hoffnungsschimmer in Kaidos Seele oder in seinem Auge, wie auch immer. Es scheint ein Hoffnungsschimmer zu sein. Denn Joyboy scheint eine Person zu sein oder ein Titel zu sein von einer Person, die wirklich Berge versetzen kann. Und nun ist natürlich die essentielle Frage, der Kern des Ganzen, woher kommt das eigentlich alles? Ja, woher kommt diese ganze Thematik? Ich meine, wenn wir mal Joyboy an für sich hier aufstellen und einfach mal Kaido mit da involvieren lassen, woher kommt das Ganze? Ja, woher weiß Kaido von Joyboy? Ja, da gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, ja, vielleicht auch zwei, aber die einzige Möglichkeit wäre eigentlich durch Roxy Sebek, ja, dass Sebek hier natürlich das Ganze ins Rollen gebracht hat, ja, dass Sebek derjenige war, der Kaido über Joyboy aufgeklärt hat, ja, der erzählt hat, wer Joyboy ist, ja, dass Kaido da die Info her hat und Kaido hat ja das ganze Leid der Welt gesehen und er hat natürlich gesehen, was da alles schief läuft und dass vielleicht Joyboy die einzige Lösung darauf ist, aufgrund einer speziellen Sache, die halt wirklich nur Joyboy schaffen kann und das ist natürlich die Sache. Deswegen wartet vermutlich Kaido auf Joyboy, hat ihn vielleicht sogar gechallenged, ja, auf Krampf versucht heraufzubeschwören, ja, mit Leid von anderen, ja, für ein höheres Ziel, denn ganz wichtig, Leute, was wir nicht vergessen dürfen, Kaido will ja oder wollte mit Big Mom die Welt ins Chaos stürzen, ja, sie wollen einen gigantischen Krieg lostreten und das hatte eine bestimmte, ich sag mal, Parallele, beziehungsweise das hat einen Grund, aber auf jeden Fall eine Parallele, denn wenn wir uns mal zu Marineford zurückerinnern, als Whitebeard oder kurz bevor er gestorben ist, sagte er zu Sengok, wenn jemand die Wahrheit herausfindet, ja, das One Piece etc., dann wird diese Wahrheit die Welt ins Chaos stürzen, ja, und die Welt ins Chaos stürzen, ja, damit ist dieser finale Krieg gemeint und dieser finale Krieg, der ist in diesen Schicksalsstein gemeißelt, ja, der wird kommen und ich kann mir gut vorstellen, dass von Kaidos Wissen her, dass er genau das vorhatte, dass er einfach diesen Step überspringen wollte, das One Piece kann er nicht finden wegen den Rogue-Pornoglyphen, die fehlen oder wegen dem fehlenden Knowledge, was Kaido hat, ja, er wollte direkt zu diesem finalen Krieg und ich denke, dieser God Valley-Vorfall, ja, oder generell auch die Information, die auch Whitebeard hatte und so weiter, die wird sich eines Tages dann kreuzen, dann werden wir erfahren, warum dieser finale Krieg essentiell ist. Natürlich, um die Weltregierung zu stürzen, ist natürlich irgendwo obvious, aber wahrscheinlich hat das noch einen anderen Grund, ja, einen viel krasseren Grund, ja, da spielt natürlich auch noch die Red Line eine große Rolle, gerade auch, weil King ursprünglich von der Red Line stammte als Lunaria, ja, die ganzen Experimente an Menschen, ja, generell die Verbindung zur Weltregierung, die Tenryubitos und so weiter, das muss alles eine Verbindung haben und diese Verbindung, die geht vermutlich von Roxy Sebek aus und das muss von Roxy Sebek irgendwo kommen, die Info generell, alle Infos etc., dass Kaido gesagt hat, okay, auf diese Person müssen wir warten, ja, Roger war auch zu früh da, ja, die hätten theoretisch auch warten müssen und das ist halt die große Sache, ja, ich persönlich denke, Kaido hat natürlich sein wahres Ziel oder seinen wahren Plan oder seine wahren Beweggründe noch gar nicht so offenbart, aber wenn er dies tut, ja, dann wird das natürlich in Verbindung mit Joyboy sein und wenn Kaido jetzt realisiert, Ruffy ist der Mann, auf den ich wirklich über 20 Jahre, 30 Jahre gewartet habe, ja, dann ist das natürlich eine super spannende Sache, denn eigentlich müsste Kaido, das muss einen so großen Wert für ihn haben, dass er so lange darauf wartet, ja, eigentlich muss er jetzt wirklich in den Dialog treten, er muss eigentlich in den Dialog mit Ruffy treten, um ihm zu erklären, was auf der Welt abgeht, ja, was da Sache ist, ja, oder er muss Ruffy dementsprechend den Vortritt lassen, dass er das One Piece findet, ja, dass er die Wahrheit herausfindet, dass er wirklich hier alles in Erfahrung bringt, um danach vielleicht mit ihm in einen Dialog zu treten, denn ich glaube nicht, dass Kaidos pure Bosheit einfach aus dem Nichts herrscht, ja, also das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, es ist eine super spannende Thematik, ich persönlich denke, Kaido wird früher oder später definitiv aufgrund dessen den Dialog mit Ruffy suchen, weil das, denke ich mal, eine super wichtige Sache ist und ich persönlich wäre immer noch ein sehr, sehr großer Freund von der Thematik, dass Kaido das ganze Leid hier auf Wano Kuni für dieses oder jenes höhere Ziel dementsprechend in Angriff oder auf die Schultern genommen hat. Ich bin super gespannt, wie das Ganze hier outplayen wird. Ich denke, die Joyboy-Thematik wird hier noch super spannend, gerade Kaidos Realisation, ja, wenn er sieht oder merkt, Ruffy ist Joyboy, er muss Joyboy sein, er hat ihn ja besiegt, ja, beziehungsweise wenn Kaido ihn als Joyboy sieht, das wird, glaube ich, eine absolut spannende Kiste. So, Leute, eure Meinung mal in die Kommentare. Wie glaubt ihr, reagiert Kaido, wenn er
weiß, Ruffy ist Joy Boy. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie schätzt ihr das Ganze ein? Werden die weiter kämpfen oder werden die in einen Dialog treten oder sonstiges? Ich bin super gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ja? Aber Leute, eins ist gewiss, Wano Kuni ist noch nicht zu Ende. Das wird noch ein paar Kapitel gehen. Das kann ich euch versprechen, Leute. Ich bin super gespannt. Ich bin super gehypt. Ja? Es wird jetzt super, super interessant. Ja, gerade auch nach dem Kampf jetzt, wenn die nicht mehr kämpfen. Ja, oder generell, wenn sie noch kämpfen. Oder generell nach dem Kampf, ja, wenn es noch eine zweite Runde jetzt geben sollte. Ja, das wird absolut feier. Gerade von der Infodichte, die wir bekommen, die muss natürlich absolut alles abreißen. Ich bin gespannt, von wem das alles ausgeht. Ja, woher Kaido sein Wissen hat und so weiter. Da bin ich super gespannt drauf. Und wie bereits gesagt, auch mal in den Kommentare. Lasst gerne ein Abo hier auf dem Kanal da, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann bin ich jetzt erstmal raus. Bleibt auf jeden Fall gesund, meine Freunde. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao und tschüss.